Sonntagmorgens hier bei uns. Wir haben gerade gefrühstückt und jemand hat nicht so ganz seinen Willen bekommen und hat uns erstmal ein Nutella-Graffiti hier an unsere neue Küche geschmiert. Tja, also putzen ist wieder gleich angesagt. Tja, und somit beginnt unser rebellischer Vlog. Und los geht's. Wieder mal ein bisschen Zeit von unserem Leben hier, was wir so im Internet auch so gesehen zu erzählen. Und zwar ist uns diese Woche aufgefallen, die AIDA Cruises bietet im Zeitraum Mai bis Oktober 25 an, Kinder kostenfrei in der Kabine mitzunehmen. Und ja, das haben wir mal ausgenutzt und mal ein bisschen bei AIDA mal nachgefragt. Wir haben eine besondere Konstellation, 2 Erwachsene und 6 Kinder. Also insgesamt 8 Personen werden wir bei AIDA auf jeden Fall auf 2 Kabinen aufteilen müssen. Und ja, genau diese Konfiguration haben wir einmal angefragt, vor dem Hintergrund, dass ja die Kinder dann kostenlos sein sollen. Und ja, wir haben uns eine schöne Tour auch ausgesucht, zwar aus Kiel los, 11 Tage nach Skandinavien. Insgesamt würde die Reise im Buchungszeitraum Mitte, Ende August nächstes Jahr 4.500 € für 2 Vollzahler kosten. Die Kinder sollen ja laut Werbung ja erst einmal kostenlos sein. Und ja, wir haben dann AIDA angeschrieben und gefragt, Mensch, können wir so eine Zimmerbelegung hinbekommen? Und ja, haben dann auch eine prompte Antwort bekommen von AIDA, eine sehr tolle und schöne Nachricht, vor allen Dingen auch sehr, sehr schnell. Ich kann sie ja mal vorlesen. Sehr geehrter Helfer, vielen Dank für Ihre E-Mail. Gerne haben wir Ihre Anfrage geprüft. Leider haben wir keine Kabinen direkt nebeneinander. Die sind zur Belegung von 4 Personen. Es wechselt zwischen 3 und 2 Personen. Gerne möchte ich Sie nochmal auf die AGBs der Familienaktion hinweisen. Die Bedingung setzt die Buchung von 2 Vollzahlern in der Kabine voraus.
Aufgrund des Alters der Kinder empfehlen wir Ihnen die Begleitung, wie von Ihnen auch vorgeschrieben, ein Erwachsener und jeweils drei Kinder, beziehungsweise zwei Kinder und ein Baby. Sofern haben wir nur einen Vollzahler und das erste Kind in der Kabine hat ebenfalls einen Reisepreis, der aber für Kinder vergünstigt wird. Somit wird die Aktion nur Familien mit maximal zwei Kindern eigentlich zugutekommen. Alles andere leider nicht. Ein bisschen schade. Man verspricht sich ja von der Werbung immer mehr. Aber ja, wenn man nicht das Kleingedruckte noch dazu liest, dann ist man doch ganz schön ein bisschen im Moos gekniffen. Und ich finde 4.500 Euro für eine Fahrt schon einen stolzen Preis für zwei Vollzahler auf zwei Kabinen. Aber nun ja, wir werden uns dann doch anderweitig umsehen müssen. Aber trotzdem vielen Dank für die Infos erst einmal. Und ja, dann gucken wir mal, wann wir mal unsere erste Kreuzfahrt vielleicht mal machen können. Mal schauen. Ja, das wäre dann auch schon wieder unser Vlog für diese Woche gewesen. Einmal auf dem Jahrmarkt und ein bisschen Spielplatz-Feeling, was wir gemacht haben. Ansonsten ist nicht so viel passiert diese Woche mal wieder. Jetzt beginnen wir aber langsam unsere Halloween-Vorbereitung. Das werden wir euch nächste Woche schon mal ein wenig zeigen. Und ja, dann beginnt auch die große Halloween-Woche hier bei uns. Und da werden wir wieder vor der Tür ein bisschen was auffahren. Ich hoffe, dass das alles klappen wird, aber dann nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde uns sehr ein Like und ein Abo freuen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Vlog wieder. Habt eine schöne Woche und ja, genießt das Wetter, solange es noch schön warm oder relativ warm ist. Wir haben jetzt 18 Grad irgendwie noch gehabt die letzten Tage. Das war ganz schön. Und ja, dann bis zum nächsten Vlog. Ciao, ciao.